Nur zu! Ja. Meine Axt wartet schon. Das waren oh, die greifen jetzt hier tatsächlich auch an. Und los! Schließ die Reihen! Schnell! Zu euren Diensten. Zurück habe ich Hämmer. Silberan, ich will die Titanen abwählen. Dankeschön. Eine Einheit wurde aufgewertet. Hier, mir nach! Meine Axt wartet schon. Okay, da kommt schon wieder Verstärkung für oben. Das heißt, ja, oben sollten wir gucken, dass wir... Nur zu! ...so schnell wie möglich ausschalten. Die anderen belagern halt nur. Ballastwache, Ballastwache... Ballastwache. Sergeant der Ballastwache, okay. Jetzt haben wir ungefähr einen Eindruck, wie die Typen aussehen. Da ist der Sergeant der Ballastwache. Mhm. Und wir haben genug, um einen Titan zu rufen. Verteidiger. So, da geht meine Mine drauf. Kommen sie einzeln, da sind sie ziemlich leichte Beute. Sie sind überall! Für meine Hämmer. Aber ich glaube, so mit 40 Hämmern können wir dann den Norden
angreifen. Zum Glück scheint der Kaiser zu meinen, uns aushungern zu können. In der Zwischenzeit sammle ich Materialien zusammen für ein paar. Eine Einheit wurde aufgewertet. Eliten? Aus dem Bild! Zur Seite! Und vor allem, wenn ich Eliten upgraden will, muss ich ja hier oben auch das hier erforschen. Dass ich mir auch ein paar Eliten leisten kann. Sind die teurer geworden? Haben die nicht nur 100 gekostet? Oder bin ich es mir gerade ein? Meine Axt wartet schon. Und ja, ich weiß, Safe-Strategie wäre eigentlich nur Verteidiger ausbilden. 80 Stück. Aber nee, wo bleibt denn da der Spaß? Tiefenbrunnen. Sieht schön aus übrigens. Meine Axt wartet schon. Zu allem entschlossen. Also ja, warten wir erstmal wieder, bis hier die durch sind. Meine Axt wartet schon. Kampfbereit. Auf mein Kommando. Mir nach. So. Dann gehen wir zum Gegenangriff über. Mir nach. Mal sehen, was nachher der tolle Bronze-Titan gegen, der Bronze-Gigant gegen meinen Titanen sagt. Ja. Naja, wie gesagt, dass sie mit dem Mondsilber, dass sie das immer drum herum tragen müssen, aber klappt ja auch so. Ja, folgt mir! Folgt mir! Oh, es sammelt sich diesmal sammeln sich die Truppen hier. Interessant. Und wir können upgraden. Wie viel Silber haben wir hier? Jede Menge. Ja, auf meinen Befehl. Und los! Mir nach! Diese Steinwiedersehen übrigens lustig aus. Das sieht wirklich aus Stein. Oh, ups. Ja, zur Seite! Zur Seite! Bereit für die Rune! Ihr seid schwach! Meine Steinwieder sind leider etwas schwach. Ja, nie teilst du mich rächen! Sie sind überall! Ihr seid schwach! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Hinfort mit euch! Wer ruft Macht mich? Platz. Ja, und los! Nie teilst du mich gleich! Verstärkt
Schlagt sie zu! Schließt die Reihe! Hinfort mit euch! Ja, Erfahrungspunkte. Und unsere Heilerin ist wieder gestorben. Die teilst du mich rächen. Du schreckst mich nicht! Wer ruft mich? Ja. Sofort. Schnell. Die Rune ruft. Da gehen wir einmal außen rum. Ja, vorwärts. Das ist euer letzter Fehler. Sofort. Mir nach. Mir nach. Unverzüglich. Okay, holen wir uns die ersten 5 Eliten. Dann holen wir uns nochmal 5 Eliten und dann nur noch wieder und ja, ich hole mir jetzt erst einmal meine beiden. Wer ruft mich? Eine Einheit wurde aufgewertet. Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Hinfort mit uns! Hol mir jetzt erstmal meine beiden Runensteine, also Seensteine zurück, Seenfelsen. Werde ich darauf warten, genug Mondsilber für die. Eliten zu kriegen? Okay, ich hole mir erstmal nur den Seenfels zurück, weil von da oben werden nochmal Truppen kommen und dir den wieder wegnehmen, wenn ich nicht aufpasse. Komm, bringt mir noch ein bisschen Mondsilber. So, letzter Elite. Dann können wir nämlich hier unten erst einmal den Anführer platt machen von hinten. Können unsere Truppen dann sammeln, um die Truppen in der Stadt platt zu machen. Und dann geht's gegen den letzten Anführer und den Bronzegiganten. Zu allem entschlossen. Meine Axt wartet schon. Auf geht's. Zu euren Diensten. Unverzüglich. Sofort. Macht Platz! Bereit! Vorwärts! Bis lustig, sie haben meine Fischerzunft und meine Mine stehen gelassen. Tja, wir haben Urias verloren. Ich wusste das ja bereits leider. Aber ich habe geguckt, dass ich das nicht irgendwie spoiler.
Das war auch einer der Gründe, warum ich Urias genommen habe in dem Kampf gegen Salabar. Einfach so als letzte Ehre.